Hallo, herzlich willkommen zu meinem zweiten Kochvideo. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist meine Tochter Edla Pauf, die du vielleicht schon vom letzten Video her kennst. Ich bin Angelika Pauf und wir freuen uns beide sehr, dass du eingeschaltet hast. Auch heute wirst du mich wieder nicht wie üblich auf der Yogamatte vortreffen, sondern wieder am Herd in der Küche zusammen mit meiner Tochter. Heute möchten wir dich für ein mexikanisches Gericht begeistern. Und diese Bohnenpfanne mit Tortilla Crunches musst du wirklich kein Kochprofi sein, aber dazu verrate ich dir später mehr. Falls dir unser Video gefällt, freuen wir uns über ein Abo von dir und drück dafür gerne auf die Glocke, um tatsächlich über jedes neue Video von mir informiert zu werden. Mal angenommen, dir gefallen meine Videos, hast du die Möglichkeit, meine Videos als Kanalmitglied zu unterstützen. Als Kanalmitglied erhältst du zusätzliche weitere spannende Videoimpulse von mir und bist Teil einer kleinen, aber feinen Community. Mit dieser Art oder Form der Unterstützung würdest du mir wirklich eine riesengroße Freude bereiten und mir auch tatsächlich helfen, auch in Zukunft noch viele weitere Videos zu erstellen. Das Besondere an dem heutigen Gericht ist, dass die Zutaten von HelloFresh kommen. HelloFresh ist die perfekte Lösung für alle, die wenig Zeit oder keine Lust zum Einkaufen haben, so wie ich. Zu meinem Lebensstil passt es wunderbar, denn die Zeit, die ich so spare, kann ich in die Vorbereitung meiner Videos investieren oder ich habe mehr Zeit für meine privaten Kunden. Vielleicht noch ein paar erklärende Worte zu HelloFresh. Du hast die Möglichkeit, aus einer riesigen Auswahl dir 2 bis 5 Gerichte für die Woche auszusuchen und zu bestellen. Diese werden portionsweise frisch und von zertifizierten lokalen Produzenten direkt ins Haus geliefert. Ganz egal, ob du Fleischliebhaber, Vegetarier oder Veganer bist, es ist für alle eine Riesenauswahl dabei. Ich bekomme jedes Mal beim Durchstöbern der Rezepte schon Lust aufs Kochen, obwohl ich tatsächlich kein Kochprofi bin. Aber die Auswahl der leckeren, frischen und einfachen Rezepte ist wirklich gigantisch. Vielleicht hast du auch Lust, HelloFresh mal auszuprobieren. Dann klick gerne auf den Link in der Videobeschreibung und gib unbedingt meinen Rabattcode ein, denn mit diesem Rabattcode kannst du bis zu 120 Euro sparen und erhältst zudem deine erste Kochbox versandkostenfrei. Wie vorher schon erwähnt, haben wir uns für die Bohnenpfanne mit Tortilla Crunches entschieden und freuen uns jetzt aufs Kochen, würde ich sagen, oder? Dann fangen wir an und räumen hier erstmal ein bisschen auf. Ja, das machen wir. Wie du siehst, kommt wirklich tatsächlich alles portionsweise und frisch direkt alles ins Haus. Das heißt, es wird nichts verschwendet. Eddie, ich bin froh, dass du da bist und wir machen das jetzt gemeinsam. Gemeinsam macht es viel mehr Spaß. Ich freue mich auch. Das ist übrigens die Rezeptkarte. Wir hoffen, dass es bei uns nachher auch so aussieht wie hier, perfekt aus diesem Endprodukt. Und daneben sind die ganzen Zutaten aufgelistet. Und auf der Rückseite wirklich, also einfacher geht es gar nicht, der ganze Kochprozess Schritt für Schritt erklärt. Das macht es wirklich jedem einfach, ob Kochprofi oder nicht. Let's go! Ja, dann würde ich sagen, wir starten mit dem ersten Schritt, Reis kochen. Genau. Also in einen kleinen Topf Wasser füllen. Machst du das und Salz hinzufügen? Ich mach das, ich mach das. Mhm. Und zu dem Reis gibt man dann auch die Thymianzweige, die hier im Kräutermix enthalten sind. Dann mache ich schon mal den Knoblauch und die Paprika. Ich bin so froh, dass du dabei bist. Ja. Mir macht es viel mehr Spaß mit dir als alleine. Glaube ich. Es ist jetzt schmal genug, würde ich sagen. Zwiebel und Paprika anbraten. Scharf. Gut. Also heiß. Scharf anbraten. Kann es sein, dass du mir gerade wegschaust? Sorry. So. So. Kann man ein bisschen höher machen, oder? Ja, ich glaube auch. Scharf anbraten. Okay, dann jetzt die Zwiebeln. Okay. So. Dann kannst du den Knoblauch
aber reinpressen, da dann die erste Hälfte. Ja. Dann kommt die Gewürzmischung Hello Fiesta und Salz und Pfeffer. Das kannst du machen, wenn du magst. Mhm. Das ist es? Hello, die Gewürzmischung von Hello Fresh. Ja. Von Hello. Ja, wow. Hello Fiesta. Weiß nicht. Jetzt kommt die komplett rein. Ich mach alles rein. So, Salz, Pfeffer. Das darf ja ruhig ein bisschen Temperament haben. Ja. Genau. Rühren. Und jetzt kommen Bohnen, also das da. Die Tomaten, Gemüsepulver. Ich hab heute auch mal eine Pelle wieder. Und die Soße. Doch, doch. Die Preise. Ups. So. Ich esse einfach alles dahin. Zack. Genau, das muss auf jeden Fall abgießen. Abgießen. Bohnen. Zack, zack, zack. Gemüsepulver und die Soße. Also. So. Gut. Also jetzt noch vielleicht weitere 10 Minuten köcheln lassen. Bei dem Reis wird jetzt der Thymian. Thymian rausgefischt. Der Reis sieht schon mal super aus. Guck mal. Sehr gut. Der Reis sieht supi aus. Sehr cool. Perfekt. Perfekt. Als nächstes machen wir die Hälfte von dem Knoblauch, der jetzt noch übrig geblieben ist, in den Schmand rein und salzen und pfeffern den dann noch ein bisschen nach. Ups. Genau. Pfeffer. Es riecht auf jeden Fall schon super lecker. Ja, das stimmt, finde ich auch. Ich denke, dass du darfst heute Abend kein Date haben, weil ich so viel Knoblauch. Genau, und dann die Tortillas, das machst du. Das mache ich. Also, jetzt werden die Tortillas in der Tüte zerbröselt. So, genau, und soweit ich weiß. Und die kommen dann nachher. Kommen über das Rezept, glaube ich. Hier steht nämlich Thymian aus dem Reis entfernen, das haben wir ja schon gemacht. Und Reis auf Teller verteilen, das machen wir gleich. Bohnenpfanne dazu anrichten und mit Tortillapulse und dem Schmand betröpfeln. Perfekt. Das sieht doch jetzt schon ziemlich gut aus. Ich finde auch. Also ich fand das jetzt auf jeden Fall stressfrei oder angenehmer, wenn halt einfach alles portionsweise ins Haus kommt. Du musst wirklich nicht viel überlegen, musst es lesen vielleicht ein paar Mal. Und dann ist das echt, macht echt Spaß und sieht aus, wie wenn es ein Profi gekocht hätte, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, wie geht's weiter? Ich glaube, ich würde das jetzt mal einmal kurz probieren. Ja, genau. Die Soße. Das ist ziemlich heiß, glaube ich. Ja, diesmal passe ich ab. Ja, probieren. Schau auf. Nett? Lecker. Schmeckt richtig, richtig gut. Echt super. So, schon durch, finde ich. Mega. Ja.
Also eins weiß ich sicher, so hätten wir das ohne die perfekten Zubereitungen und Zutaten nie hinbekommen. Genial! Ja, wir bleiben dabei. Finde ich auch, auf jeden Fall. Und wir Bohnen, die fürs Eiweiß sorgen. Paprika für die Vitamine, Tomaten wieder. Perfekt. So, okay. Ich mache es jetzt auf die Teller. Ich probiere das ähnlich wie auf dem Bild jetzt hinzukriegen. Genau. Will die Pfanne halten? Die Topf. Den Topf, ja. Dann. Teamwork. So sollte es nachher aussehen. Dann den Schmand an die Seite, oder? Genau. Wir machen das wieder dekomäßig. Nice. Das habe ich übrigens erfunden, dass wir Basilikum einfach mit der Schere schneiden. Hast du erfunden? Das habe ich erfunden. Okay, Moment. Nee, nicht alles. Und jetzt müsste aber noch die Finger drüber, oder? Ah ja, die Brösel, genau. Ja. Perfekt. Auf. Ups, sorry. Auf den Reis und auf die Soße laut dem Bild. Mach das mal. Ich würde aber nicht alles. Nee, nicht alles. Gut. So. Sieht aus wie auf dem Foto. Bin mega stolz auf dich. Ich auch auf uns. Perfekt. So, wir probieren. Auf jeden Fall. Bin gespannt. Ja, ich auch. Bon Appetit. Guten. Schon unser zweites gemeinsames Kochvideo. Probier das mit dem Spann, das schmeckt super lecker. Ja? Mhm. So lecker mit den Chips. Nice. Super lecker. Mega, lecker, mega lecker, ja. Richtig geil. Voll cool. Hast du geklappt? Also so lecker und so einfach und so stressfrei habe ich tatsächlich noch nie gekocht. Ich auch nicht. Ich werde dabei bleiben. Und falls du auch Lust hast, HelloFresh auszuprobieren, dann klick auf den Link und vergiss nicht, den Rabattcode einzugeben. Schön, dass du dabei warst. Uns hat es mega viel Spaß gemacht, ja, und wir hoffen, dass du genauso viel Spaß und Freude hast. Und wie du gesehen hast, es muss überhaupt nicht so perfekt laufen. Es ist wirklich kinderleicht vorbereitet und schmeckt aber, wie wenn es zum Profis gemacht wäre. Ja. Falls dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns mega, mega über ein Like oder Kommentar von dir. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du dieses Video an deine Freunde, Bekannte und all die Menschen, die dir am Herzen liegen, weiterempfehlst. Generell freue ich mich, wenn du meinen YouTube-Kanal weiterempfehlst. Wir wünschen dir jetzt erstmal mega viel Spaß beim Kochen und vor allem auch beim Genießen. Mach's gut, bleib gesund und hoffentlich bis ganz bald. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.